Der Sieger der beiden Vorjahre musste sich im Halbfinale der 45. Wertheimer Stadtmeisterschaften geschlagen geben. Viktoria Wertheim verliert gegen den SV Nassig im Duell der beiden Landesligisten nach Elfmeterschießen. Ein deutliches 5:0 im kleinen Finale gegen die Kickers, die HK Wertheim 2, sichert immerhin Rang 3. Nassig also wieder mal im Endspiel. Und auch Vorjahresfinalist Reichholzheim-Görlesberg hat es erneut geschafft, musste sogar erst im Halbfinale den ersten Gegentreffer des Turniers hinnehmen. Nassig in Weiß natürlich favorisiert und der Landesligist geht nach 20 Minuten auch in Führung. Erik Klein mit seinem 5. Turniertreffer zum 1:0 gegen den Kreisligisten, gleichzeitig auch der Pausenstand. Nach dem Wechsel der Ausgleich für die SG Reichholzheim-Görlesberg, Spielertrainer Raphael Gogolok mit dem 1:1 für den vermeintlichen Außenseiter, der sich aber sehr gut verkauft in diesem Finale. Nur 4 Minuten später allerdings die erneute Führung für Nassig, Pascal Vollhardt mit dem 2:1 und die endgültige Entscheidung dann kurz vor dem Ende. Erik Klein mit Treffer Nummer 6 zum 3:1, die Partie ist entschieden und der Kampf um die Torjägerkrone auch. Wenig später darf Nassigs Nummer 9 raus, für ihn kommt Simon Pichowiak nach langer Verletzungspause. Er hat in Diensten der Viktoria Wertheim die letzten beiden Male die Torjägerkanone geholt, Pichowiak übrigens zum 8. Mal insgesamt und zum 5. Mal in Folge Stadtmeister. Reichholzheim-Dörlesberg ist nächster Ausrichter der Stadtmeisterschaft, muss sich also erneut im Finale geschlagen geben. Der SV Nassig gewinnt nach 2 Jahren Pause erneut den Titel durch ein 3:1 im Endspiel. Ich denke, wir haben die Spiele letztendlich alle überzeugt. Ja, wir haben es deutlich. Aber gut, meine Mütze habe ich aufgehabt. Ja. So, jetzt verpiss dich wieder. Okay, geht weiter. Ich denke, es war verdient insgesamt, dass wir das gepackt haben. Gut, Viktoria war natürlich ein schwerer Gegner, war klar. Aber Elfmeterschießen musste es halt auch mal laufen. Und jetzt, denke ich, Reichholzheim hat man einfach gemerkt, dass unser Kader etwas breiter ist. Dadurch haben wir ein paar frische Leute einfach zum Finale noch reinbringen können. Und das konnte Reichholzheim weniger. Deswegen kamen da auch die Krämpfe. Und das war dann zum Schluss doch verdient, dass wir das Ding gewonnen haben. Ja. Und den Torschützenkönig habt ihr auch noch mitgenommen. Erfolg auf ganzer Linie. Ja, genau, der Erik Klein. Ja, wenn man brauchen kann, ist es zum Toreschießen, ja. Diesmal gibt es allerdings gleich 2 Torschützenkönige, auch Burak Aksit von der Viktoria trifft 6-mal, also ebenso oft wie Erik Klein. Eine Kanone wird vom Veranstalter SV Mondfeld entsprechend nachgeliefert.